Wir haben hier Gesetze in Deutschland. Wir haben hier 14. Ich darf ein Kind ficken. Hier steht's. Intro vorbei. Ein Anruf in Abwesenheit. Oma Inge, ich kann jetzt leider nicht telefonieren. Ach, Oma. Sei froh, ich kann meine Oma nicht mehr anrufen. Das stimmt. Sie ist gehörlos. Achso. Nein, sie ist tot. Achso. Tino musste hier mit so geschmacklosen Witzen diesen Scheiß hier eröffnen, Mann. Die Leute sind doch nicht bereit für sowas. Triggerwarnung übrigens. Hallo. Es ist viel zu früh für die Leute. Wir sind Brennpunkt Internet, Leute. Wer ist es? Guten Brennpunkt? Mittag. Brennpunkt Internet? Wer ist das? Was ist das? Wir natürlich. Kann man das essen? Nee, aber man kann das hören. Willkommen hier im Brennpunkt auf YouTube, Soundcloud, Spotify oder im Radio, wenn es denn läuft. Tino, Alter, wie du es immer machst, ne? Du kommst hier rein mit deiner Eloquenz, gell? Sprichst jeden an die Wand. Unglaublich. Unfucking glaublich. Wir sind Brennpunkt Internet. Wir fassen die letzte Woche zusammen. Besonders die letzte Woche natürlich auf das Internet betrachtet, beziehungsweise aus dem Internet betrachtet. Und da ging es diese Woche heiß her. Aber richtig. Aber bevor wir das besprechen, natürlich die wichtigste Frage. Tino, wie geht's dir denn? Ach, danke. Ich bin etwas müde. Ich hatte einen langen Tag heute schon. Mhm. Eine anstrengende Woche. Ich habe viel gedreht, viel Scheiße gedreht. Oh, ich habe so viel Geld verdient und ja, ich habe wirklich. Oh, und ich muss überall im Fernsehen angeguckt das werden. Das Geld, ist so anstrengend. Das Geld war gut, aber die Szenen waren sehr, die Szenen waren sehr anstrengend. Das Koks war sehr schlecht. Ja, ja, das kenne ich. Die Szenen waren sehr anstrengend. Das kenne ich. Wenn das Koks ein bisschen mit Mehl gestreckt ist, das ist unangenehm. Da kannst du, wenn du gutes Koks hast, macht das wirklich den ganzen Tag einfach nur Himmel, ja. Aber wenn da ein bisschen Mehl drin ist, ich kenne das. Oder Waschpulver. Backpulver ist richtig gemein. Das ist wirklich, das kann ich an der Stelle nicht empfehlen. Wenn ihr euer Koks streckt, dann verwendet wenigstens noch das humane Mehl. Bitte nicht zum Backpulver greifen. Und auch kein Waschpulver, das juckt immer so in der Nase. Alles klar. Wie geht's dir, Robin? Ja, ja, ich habe ein bisschen Jucken in der Nase, aber sonst geht's mir eigentlich ganz gut. Also das Wetter. Juchai, Juchhe, sag ich mal. Ne? Schön heute, sehr schön. Wenn wir jetzt schon beim Smalltalk angekommen sind und ich habe demnächst Geburtstag, das wird eine dicke Party und besonders gut geht's mir, weil ich noch eine kleine Überraschung für unsere werten Brennpunkthörer habe. Oh, die Tür geht auf, wer ist das denn? Die Hallo. Tür geht das auf ist doch mit Herr, voller Wucht. Herr Odes. Zum 100. Mal kommt Herr Odes herein. Hallo, Überraschung. Ich bin ein bisschen verspätet. Draußen war eine dieser. Draußen ist groß, wirst selber. Eine dieser Umwelt-Demos von dieser Julia Reda. Ja? Mhm. War da wirklich? Es war ein Scherz, ich bin wegen was anderem zu spät. Ja, dann so. Halt dir jetzt mal diesen komisches, dieses phallus-ähnliche Gerät an den Mund ran. Warte. Nicht beim Tino das, Ups. Sondern das oh. vor dir da. Das mit diesem komischen Eichelverschluss da. Ja, genau das. Schieb's dir ran. Was denn nun? Ah, ja. Du kannst kommst gerade recht. Machen, solange ich das wieder einstelle hier. Nee, 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 du bist nicht stumm. Du kannst da jetzt ruhig reinatmen. Die Leute mögen das. Ich will hier rumschrauben. Ins ich Mikrofon reinatmen. Auf die erste große Peinlichkeit heute von dir. Ich kann das schon rein. Ein Garant für Shitstorms und Peinlichkeiten im großen Stile. Nein, natürlich nicht. Hallo. Hi. Herr Rodes kennt man natürlich aus vergangenen Podcasts, aus vergangenen Sendungen Brennpunkt Internet und aus dem Erfolgsformat Podumcast. Oder den Flottcast. Der Flottcast natürlich Flottcast. Auch ein kommendes Medium. Der Flottcast, der geht sehr flott und komprimiert. Wird aber jetzt ja flott hochgeladen. Ich muss gestehen, die Folge, wo wir sagen, dass die Katze gestorben ist, ist noch nicht online. Copycat. Aber die kommt demnächst hoch in den ja, kommenden aktuell. Monaten. Hier hört ihr es zuerst. So, alter Schwede, ist diese Woche viel passiert, ne? Ja. Deswegen haben wir jetzt auch noch Verstärkung. Wir müssen hier zu dritt sitzen, um die Events der vergangenen Woche hier aufarbeiten zu können. Also das ist so hart. Das hätten wir gar nicht aufholen können, alles, was ja, hier also passiert ist. Ja, also es ging halt schon mit diesen Allmann-Jokes los. Musst du jetzt hier bei Tino abspicken? Ja, hast du keine eigenen Notizen? Ich habe die Woche nicht aufgepasst. Was ist denn für dich die Woche passiert? Jetzt so aus dem Stegreif. Habe ich Nachrichten verfolgt? Weiß ich nicht. Ach hier, ja, hier, Knarrenbauer baut jetzt tatsächlich Knarren. Ja, stimmt. Ja. Genau, Annegret Kampf Knarrenbauer habe ich gelesen. Ah, Tino. Schön. Ach so, du hast gelesen. Gelesen, nicht, ja, nicht kreiert. Ja, und? Und die alte Was? Knarrenbauerin baut jetzt Europa. Genau, von der Leyen ist ja jetzt Kommissionspräsidentschaftskandidatin gewesen. Jetzt ist sie das Gleiche, nur ohne Kandidatin. Hm. Sie ist jetzt eine demokratisch gewählte Kommissionspräsidentin. Was macht die denn da so jeden Tag?
Geld bekommen auf jeden Fall. Bisschen kommissionieren, ja. Also besser als missionieren, glaube ich. Ich frage mich immer, man stellt sich dann immer so einen klassischen Arbeitsalltag vor. Sie kommt jetzt rein, macht sich einen Kaffee durch und dann... Tür. Was kommt dann? Naja, dann legen erstmal die Akten auf den Tisch. Okay. Die guckt man sich an und sagt, lese ich später. Okay. Dann geht man erstmal in so eine Sitzung rein in Brüssel. Dann unterhält man sich. Oder Straßburg. Und dann geht es auch langsam wieder heim, würde ich sagen. Dann lässt man sich von Nico Semsrott verarschen. Genau. Ja. Ah, jetzt können wir nicht ja quer so durch die Themen schlittern, ey. Also, das war natürlich ein großes Ding mit dem Nico Semsrott. Genau, ne? Er hat nämlich auf die Berateraffären aufmerksam gemacht von der Leyen, als sie überteuerte Berater sich bestellt hat und engagiert hatte. Und er hat sich halt beklebt mit irgendwelchen Beraterfirmen auf dem ganzen Körper, hat alle so eine lächerlich große Sonnenbrille auf, wo auch so ein Name drauf stand. Das war sehr schön. Wenn du mich fragst, war das eine Atzenbrille? Ja. Ja, eine Atzenbrille war das. Aus der Zeit kommst du noch. Hey, was geht ab? Die hast du kreiert quasi. Ja. Die Atzenbrille. Die hast du cool gemacht. Nee, das ging auf jeden Fall ganz schön ab. Das ist relativ viral gegangen, habe ich gesehen. Erst nur der Tweet von Nico, ne, hier, ich habe mal gemacht. Und dann hat er ja innerhalb von 3 Stunden oder so war es auch als Video bei ihm auf dem Kanal online. Und das ging auch richtig hart ab. Und alle drunter geschrieben, richtig gewählt und so. Ja. Das war jetzt die erste große Aktion, sage ich mal, von ihm, die man so mitbekommen hat, seit er ins Amt gewählt wurde. Und war schon witzig. Es wird lustig werden. Und es gab auch eine schöne Rede von Manfred Sonnenschein von der Partei Die Partei. Ja. Der auch eine schöne Rede gehalten hat. Einfach mal anhören. Über von Teaser der Leyen. Die Leute doch mal. Ja, genau. Also also Europa nicht den Leyen überlassen. War sehr witzig. Sag mal bitte kurz den Link rein. https://. www.qprx529a1. Und YouTube-Feature ist gleich... Irgendwas kommt noch dahinter, wenn du so im Player... Genau, stimmt. Ja. Das dürfen wir nicht vergessen. Einmal eingeben. Alles klar. Nee, war eine witzige Aktion. War auch so ein bisschen, ne, er stand dann da und alle haben so ein bisschen gelacht. Und er hat es auch richtig gut gemacht, so diesen... Eigentlich ist es ja so ein Cringe-Faktor in dem Moment gewesen. Aber er hat es richtig gut gemacht. Ja, es wirkte sehr unangenehm. Ich habe das Video gesehen. Er hat es embraced. Ja, es war so... Gut. Er hat sich sehr schnell ausgezogen auf einmal, so diese Jacke, die er drüber hatte. Und dann stand er halt irgendwie so da... So wortlos. Ja, und er hatte halt dann nichts mehr zu sagen. Cringy. Aber, ja, aber für die Aktion war es ja sehr gut. Er muss auch noch üben. Er ist ja auch noch neu, weißt du? Ja, er ist neu im Amt, im Parlament. Die Videoüberschrift war auch irgendwie Ursula Nachhilfe in Transparenz geben oder so. Muss man ja auch dazu sagen. Ist auf jeden Fall abgegangen. Das Internet hat sich sehr darüber unterhalten, aber im Grunde stand es alles diese Woche im Schatten eines anderen Großevents. Ich weiß nicht, ob du das überhaupt, dir hatte ich es, glaube ich, so grob noch schon erzählt, ob du es überhaupt mitbekommen hast. Die Selbsthilfegruppe um Gronkh, seine Freundin, Turbinator, Currywurst. Du hast mir was geschickt, was ich nicht verstanden habe. Ja. Mir hast du nichts geschickt, was ich ebenso nicht gerade verstehe, was? Gronkh also, Freundin. Das, ja, ist shit. Bricht für dich gerade eine Welt zusammen? Ja, ich dachte, der, ich habe mir immer schwul? Ich habe mir die ganzen Poster von ihm hingehangen. Also, das ist wirklich ein Riesending. Das hat die Woche wirklich überschattet. Gronkh hatte eine Selbsthilfegruppe. Die haben zusammen Let's Plays aufgenommen. Ach so, so. Ich dachte eine echte Selbsthilfegruppe. Nein, natürlich nicht. Die hieß aber nicht Influencer. Irgendwie Imperial Crafters oder so. War mit 14-Jährigen voll. Nee, so ähnlich. Aber okay. In die Richtung geht's. Ist ganz witzig. Also, Turbinator, LP, Gronkh, seine Freundin Pandoria und Currywurst. Die haben das zu viert gemacht. HWSQ heißt die ganze Scheiße. Gibt's nicht mehr. Ein Freund von dem Currywurst hat teilweise was aufgedeckt. Also die haben sich, ja, lehnt er sich schon so genervt nach vorne. Ach, was kommt denn jetzt wieder? YouTube-Drama. Aber es ist ein großes Ding. Ganz, und David Hein und Herr Newstime, alles hängt damit drin. Alles. Und der Drachenlord. Es hat wirklich, nee, der leider nicht. Aber sonst hat's wirklich alles, was ein gutes Drama auf YouTube Deutschland braucht. Ja. So. Turbinator. Ach, hier kann man noch biegen. Ja, tolle Mikrofone hier. Turbinator und Currywurst haben kryptische Aussagen gemacht, warum es jetzt mit dieser Konstellation von den Vieren nicht mehr weitergeht. Ja. Mhm. Haben die auch so geredet? 4x53, ja. Witzig? Was? Nee, schade. Verstehe ich nicht. Ist eine kryptische Aussage. Ach so. Mach weiter. Übrigens, Teaser, Spoilerwarnung. Was für ein Ding spricht am Anfang mal aus? Triggerwarnung, meine Witze sind nicht gut. An den Empfangsbolzen, ihr Rentner. Das halten die aus. Ja, also, so. Dieses Vierergespann macht nicht weiter. Ja, alle Fans wollten natürlich wissen, warum. Die haben gesagt, wir sagen es nicht. Dann haben sie aber doch so Streams gemacht. Und ich habe mir einen angeguckt von dem Analphabeten Dennis Mafuyu.
Es sind wirklich so viele fucking Namen. Mafuyu oder Waifu oder was weiß ich, wie der heißt, der war ein guter Freund von dem Currywurst, ja? So, der hat einen Stream gemacht und 9 Minuten lang gesagt, ja, ich will zu dem Thema nichts sagen. Also folgendermaßen. Dann erzählt er 30 Sekunden und ungelogen, er sagt 10 Mal in diesem Video, ja, das ist alles, was ich dazu sagen will. Dann geht's halt weiter, 9 Minuten lang. Das ist genau das, was ich parodiert habe mit Erzähl du damals bei der Nebenschersache, Alter. Und es gibt's halt wirklich. Ich hasse solche Leute. Nicht jetzt dich persönlich, aber im Allgemeinen. Wer ist das nochmal? Kenn ich Dennis den? Mafuyu, irgendein also YouTuber. David. Nee, okay, nee. David. Der hängt da nicht mit drin. Gut. So. Hat halt 9 Minuten lang erzählt. Ja, und es ist halt wirklich super hart. Fragt nicht nach, aber es ist wirklich super hart. Das ist alles, was ich erzählen wollte. Und was der Currywurst gemacht hat, das ist wirklich, vielleicht, ich will ihm das überlassen, das vielleicht irgendwann zu sagen. Ich will es ihm wirklich nicht sagen. Das ist alles, was ich dazu sagen wollte. Also wenn das irgendwann rauskommt, dann wisst ihr, dass wir auch richtig handeln. Aber das ist alles, was ich dazu... Also wirklich 9 Minuten lang. Also nur so. Haben sie ihn jetzt irgendwie rausgeworfen, so, weil er irgendwas Böses genau, gemacht hat. Genau, so. Okay. Alle wollten natürlich wissen, was es ist und sowas feuert das natürlich an. So. Hm. Dann hat wiederum Turbinator auch wieder kryptische Sachen gesagt so, und das ging eine Zeit lang. Das hat irgendwie auch letzte Woche schon angefangen. So, und jetzt hat Currywurst ein Video gemacht. 36 Minuten lang. Wenn er nicht so traurig wäre, hätte ich es echt gerne parodiert. Wenn du das siehst, Herr Roh, das wirst du mir wahrscheinlich zustimmen. Das ist nämlich sehr witzig. Erstmal sitzt er mit viel zu großen Kopfhörern vom Rechner, hat wahrscheinlich den blauen Testbildschirm irgendwie laufen, den Bluescreen, weil er total blau angestrahlt wird. Und dann redet er die ganze Zeit so. Und nach jedem Satz macht er so. Und es ist sehr witzig, aber er ist halt super traurig dabei. Ja, es ist natürlich so. Und er erzählt dann, ja, ich habe meine Freundin betrogen. Offensichtlich gab es 3 Mal was, wie er aber nur mit Leuten geschrieben Warte mal, hat. Der die Freundin betrogen hat, ist der Currywurst, den über den der andere nicht reden wollte. Genau. Okay. So, die Freundin wird quasi von dieser Selbsthilfegruppe betreut gerade. Mhm. Deswegen sollen die Selbsthilfegruppe in Ruhe lassen. Die wollen die nur schützen, bla bla, sagt der Currywurst. Warte, ist das eine richtige Selbsthilfegruppe oder so ein Fankreis? Nein, das ist eine Let's Play-Gruppe. Okay, gut, alles klar. Aber weil die dieses Mädel gerade irgendwie beschützen oder was auch immer. Das ist ja, was weiß ich, Mann. So, auf jeden Fall hat er dann gesagt, ja, und ich habe auch mit einer 14-Jährigen geschrieben, als ich 19 war. Ich weiß, dass das nicht cool ist und so. Wieso nicht? Ja. Verstehe ich nicht. Naja, folgendermaßen, wenn die Eltern sagen, es ist cool, ist da nichts dran. Also, ja, erstmal schreiben ist überhaupt nicht so, aber ich verstehe schon, ne? Mhm. Sie wollten sich halt davon distanzieren, ja? Es ging halt in die Richtung, okay, der hat da was mit Minderjährigen oder möchte was mit Minderjährigen haben, hinter dem Rücken seiner Freundin, bla bla. Mhm. Deswegen distanzieren wir uns jetzt davon. Es ist scheinbar da nicht zu Kontakt gekommen, ja. Also über den WhatsApp-Kontakt hinaus. Also die Bilder folgen. Genau. Mhm. Es gibt Screenshots. Wartest du wieder auf die Bilder wie damals bei Drachenlord? Nee, ich warte auf die Bilder wie damals bei Lord Abaddon. Ah, meine ich doch. Scheiße, den meinte ich. Ja, die ganzen Lords, Mann, da kommt man echt durcheinander. So, und da kommt nämlich Herr Newstime ins Spiel. So. Uff. Der hat nämlich gesagt, es hätte Kontakt gegeben, ja, sexuellen Kontakt. Er meinte natürlich Kontakt auf WhatsApp mit sexueller Konnotation, aber er hat in seiner News sexuellen Kontakt gesagt. Das hieß zumal, dass sie in seiner Unprofessionalität jetzt ihn in die Scheiße reiten kann. Richtig, so. Alle haben ihn abgehatet unter dem Video und David Hein hat aufgefordert, dieses Video zu melden, kollektiv. Ja. Daraufhin hat er dann nach 12 Stunden dieses Video gelöscht, weil er auch Morddrohungen, das ist auch so, Morddrohungen, die gehören mittlerweile einfach zum guten Ton. Ja, ein guter Shitstorm, dann muss es dann am Ende. Newstime kriegt Morddrohungen. Ja. Newstime kriegt Morddrohungen. Ja. Nicht der mit der 14 Jahre rumgehabt haben Warum soll. Warum auch? Nee, ist also okay, ich muss witzigerweise, der Currywurst wird sehr geschützt von seiner Community. Das habe ich auch noch nicht erlebt. Na, weil er offensichtlich nur geschrieben wurde. Wahrscheinlich, ja. Meine Fresse. Er sagt halt, ja, er hat missgebaut, so mit seiner Freundin und so. Klar. Aber, ne? Er hat halt, was daran verwerflich ist, dass das halt seine kleinen Teenager-Community, dieses hässliche Community-Ding, was man immer hört, ne? Ah, die Community! Und die nennen sie auch, die Community nennen sie La Familia. Und wenn da einer aus der Familie gebumst wird, dann ist das natürlich Inzest, so. Muss man aufpassen. Auf jeden Fall, die Geschichte wird immer besser. So, Herr Newstime hat das gelöscht. Dann hat er ein Video gemacht, es reicht, hat er dann übelst damit aufgeräumt quasi und hat dann 5-mal gesagt, ich habe nie die Wörter verwendet, weggebumst, weil Herr Trashpack in seinem Video wiederum gesagt hat, das ist Warte ganz mal, normal. Herr Trashpack ist auch dabei, ja geil. Das ist so geil. Das wird ja mal besser. Den gibt's auch noch. Jetzt kommt also, wenn alle Stricke reißen, kommt der so noch aus dem Boden gefahren. Also halt eine Leiche so. Ich war mal relevant auf YouTube. So.
Der hat gesagt, es ist normal oder relativ gängig, dass dass relativ große YouTuber fremdbumsen, dass das schon oft vorgekommen ist. Also er hat gesagt, fremdbumsen. Ein Kommentator, der 1700 Votes nach oben hatte, hat wiederum daraus wegbumsen gemacht und das bei Newstime drunter geschrieben. Der hat sich darüber aufgeregt, dass ihm das Wegbumsen unterstellt wurde. Er hätte das ja nie gesagt. Alle haben ihn da auch wieder gehatet. Und im Endeffekt eskaliert alles in alle Richtungen, obwohl eigentlich nicht wirklich was Krasses passiert ist, aus meiner Sicht jetzt, ja. Aber es geht schon ursprünglich zurück auf dieses kryptische, ja, ne, da ist was ganz Schlimmes passiert, fragt jetzt bitte nicht nach. Aber er ging nicht wirklich fremd, es war echt nur WhatsApp-Kontakt. Es ist halt über mehrere Jahre, wie gesagt, er ist jetzt irgendwie 24 und mit 19 ist das wohl schon erst das erste Mal passiert. Es ist nicht über mehrere Jahre und dann war sie 14, sondern es ging 14 los und dann... Nee. Das fing an, als sie 10 Jahre alt war, so als die ersten Brüste. Er hat quasi mit allen Fans einfach immer geschrieben. Er hat halt einfach früher sehr viel aktiv mit seinen Fans geschrieben, auch mit männlichen, sagt er im Video. Er heult halt echt hart im Video so, aber es ist super witzig. Er heult die ganze Zeit und dann schneidet er einmal so ein Ding dazwischen. Und ich habe das nicht, ich habe nicht hingeguckt, sondern nur hingehört. Und er redet die ganze Zeit. Ungefähr so. Und dann schneidet er auf einmal so dazwischen, wie er dann so redet. Da musste ich sehr doll lachen. Und dann geht's auf einmal wieder so weiter. Übrigens, soll ich T-Shirts hier in meinem Shop? Ja, jetzt werden wir vielleicht gehatet, weil ich mich da ein bisschen drüber lustig mache. Weil also egal. Sobald Leute beliebt sind, darf man sich nicht drüber lustig machen, wenn die mal scheiße bauen. Es ist ja auch lächerlich, die Geschichte. Ist es. Es ist übelst künstlich aufgebläht. Aber im Endeffekt haben alle schlechte Laune. Ja? Herr Newstime ist übelst durch. Mr. Trashpack war auch übelst traurig. Ja, egal, was wir machen, wir sind immer die Arschlöcher. Ja, David ist natürlich übelst angefressen, weil gegen ihn auch wieder geschossen wird. Das war dann das, was ich am allerwitzigsten fand. Herr Newstime hat gesagt, das, was dieser Behind da macht, das ist geistige Brandstiftung. So habe ich dann auch gleich dieses Meme-Bild zusammengebastelt und alle drehen durch und im Endeffekt hätte das alles verhindert sein können, wenn die einfach nur gesagt hätten, yo, wir wollen mit dem Projekt nicht weitermachen und das ist doch ihr wir haben so auseinandergelebt oder so. Natürlich, aber es so. Ist doch schon seit jeher so, dass solche Beefs und Sachen halt groß gemacht werden, damit irgendwie eine Relevanz entsteht, ne? Ja, es ist so dumm. Dennoch, ich finde es von Newsy ein bisschen daneben, das so zu formulieren. Er sagt halt, es war aus Versehen. Ja, aber das sollte nicht passieren, weil das ist gefährlich. Ja. Er flüchtet sich ja dann immer darin, dass er kein Journalist ist, sondern ein journalistisch motivierter irgendwas. Meinungsmacher. Ich finde das lächerlich. Weißt du, er macht ja nun mal News. Er nennt sich Herr Newstime. Ja. Und er macht immer, oh, Breaking News und so. Er hantiert ja wie ein Journalist. Der muss ja sich auch so ein bisschen an diese ja, Reglements, so wie man das nennt, auch so ein bisschen halten, so ein bisschen zumindest halten, sich nicht distanzieren, sobald er mal was nicht gut findet. Das ist wie Fahrradfahrer. Mal bin ich Autofahrer, mal bin ich auf dem Gehweg. Mal Autofahrer, mal Gehweg. Also mal auf der Straße, mal auf dem Gehweg. So wie ich das mache. Ja, so wie du manchmal. Aber ja, ganz sorry. Ehrlich, selbst wenn ich kein Journalist bin, würde ich trotzdem mich irgendjemandem vorwerfen, in sexuellen Kontakt, und das ist wirklich ein sehr empfindliches Thema, mal Hand auf den Tisch. Ne? Das macht eben so ein bisschen die Gefahr aus von Leuten, die das ungelernt machen. Weißt du, so ja, ich meine, halt. Ja, also da braucht man halt eine Ausbildung, um mit Kindern Sex zu haben. Na, ja. Das auch. Könnt ihr von mir lernen. Die das die ungelernt große, machen. Ich hätte mir einfach gewünscht, dass ich meinen Gedanken in Ruhe zu Ende führe. Ja, Entschuldigung, mach jetzt, komm. Rede, Robin. Lass, ich sag heute, ich mache unsere Mikrofone jetzt aus. Mehr. Ich sage heute nichts mehr. Mach meins bitte auch aus. Okay, warte. So, jetzt sind alle wieder an. Der Gag, den können wir nicht zu lang ausreizen. Da schalten die Leute am Radio ab. Da rutschen die auf einmal bei AM rein. Das wollen wir nicht. So. Sende noch. Großes Ding, aber ich wollte auf jeden Fall noch ein letztes Mal auf dieses Mod-Drawing eingehen, weil das ist wirklich... Mod-Drawing. Wir wollten noch keine Anglizismen machen. Ja, dieses Mod-Drawing. Ja, was da im Jemen passiert, da wollte ich nochmal drauf eingehen. Nein, Mod-Drohungen, ja. Weil das ist jetzt immer so das Totschlagargument. Das lese ich immer wieder auf Twitter. Irgendwo gibt es halt Auseinandersetzungen und so. Das geht mir jetzt zu weit. Ich habe jetzt Mod-Drohungen bekommen. Das sind halt irgendwelche 12... Ich verstehe, dass come man das on, ernst baby. Nehmen muss. Nein, komm, so ich sag, komm runter, Leute. Mod-Drohungen kriegen alle mal im Leben. Ja, und ich habe mir überlegt, das kannst du doch so witzig umsetzen, wenn ich eine Morddrohung kriege. Ich würde einen Screenshot machen, würde mich filmen, wie ich zur Polizei gehe und sagen, hier übrigens, hier dieser Nutzer hat mich angezeigt, weil ich habe sein Idol beleidigt oder so. Zack, übelst geiles Video. Hat mich angezeigt, weil ich habe sein Idol beleidigt. Im Endeffekt geht es doch darum, sie sind sauer auf Herrn Newstime, weil wenn Currywurst jetzt zum Beispiel jemand wäre,
Currywurst, Alter. Curry will seine Wurst in 14-Jährige gestecken. Ja, ne? Das war keine Beleidigung, es war einfach nur... Nee, der Punkt ist ja, dass der beliebt ist. Weißt du? Wenn, ja. Wenn Herr Newstime über einen Drachenlord zum Beispiel irgendwie was halb Falsches oder aus Versehen falsch Formuliertes gesagt, das hätte halt keinen gejuckt. Aber weil Currywurst halt so viel Support von seiner Community hat, drehen alle durch. So, ja. Und da ist Herr Newstime der Satan jetzt. Wenn du treue Fans hast, ist das ja einfach anders. So. Und deswegen, im Endeffekt sind die beleidigt, weil das Idol irgendwie schlecht dasteht, ne? Und zack, zur Anzeige bringen. Kommt alle mal runter, Leute. Es ist alles nicht so schlimm. Es gab keinen Koitus zwischen ihm und dem 14-jährigen Mädchen. Moment. Und wenn die Eltern gesagt hätten, ja, ist grün mit mir, dann ist es auch rechtens. Ich hab's extra nochmal nachgeguckt. Das Schutzalter ist eigentlich 16. Es ist, ja, also pass auf, es ist so ein bisschen Grauzone. Was guckst du denn da jetzt so? Ganz kurz zum Thema, es gab keinen Koitus, es war, solange wir es nicht wissen, noch wie bei Michael Jackson, Schrödingers Koitus. Okay. Ja, wir wissen es nicht. Mutmaßlich, der mutmaßliche Attentäter. Okay. Also, es gab sehr wohl einen Koitus, aber es gab halt auch keinen Koitus. Okay. Ah. Currywurst, Schrödingers Koitus, stimmt, da haben wir eigentlich, also da sind wir auf der sicheren Seite, da sind wir nicht wie Herr Newstime. Das hätte er eigentlich durch sein müssen. Sind wir absolut nicht, weil nur weil er einmal nicht mit einer 14-Jährigen geschlafen hat, heißt das nicht, dass er schon mal mit einer 14-Jährigen geschlafen hat. Also ja, aber wir nicht. Nicht. Wie gesagt, Leute, schickt einfach mal ein paar Morddrohungen her, ihr kennt ja die Adresse. Ja, ich habe auch nachgelesen, dass es eine Hochrechnung gibt, dass nur in einer von 200 Fällen von Geschlechtsverkehr von über 21-Jährigen mit unter 16-Jährigen kommt zur Anzeige. So, also einer von 200. Das heißt... Entweder wird es nicht entdeckt oder aber es ist so, dass die Eltern oder ne, der gesetzliche Vormund sagt, ja, ist okay, ja, dann geht es nicht zur Anzeige. Also wenn natürlich das Kind auch sagt, ist okay. Die Dunkelziffer ist eh immer höher. Ja. Aber ich dachte, ab 16 erst ist so die Schutzgrenze, dass die Person... Ja, das ist halt so die Grauzone. Also ab unter 13 ist auf jeden Fall alles raus. Unter 16 geht gar nicht als über 18-Jähriger. Doch, doch, wir haben in Deutschland 14. Wir haben hier Gesetze in Deutschland. Wir haben hier 14. Ich darf ein Kind ficken. Hier steht's. Intro vorbei. Das ist mein gutes Recht als deutscher Staatsbürger. Aber kein ausländisches. So. Doch, die auch. Ja, okay. Das war der einzige Vorteil von Ausländern, glaube ich, für viele, viele Rechte. Dass die schönen, dass das schöne Afrikanerinnen sind manchmal. Okay. Manchmal. Obwohl die ja manchmal so, ich will nichts sagen, aber so flache Brüste manchmal. Kennt ihr das? Weil das ist aber eine Praktik in Afrika, dass die Frauen, die sollen noch nicht attraktiv wirken auf Männer, deswegen werden die Brüste so ganz flach gemacht, flach gebügelt. Ist so, in manchen afrikanischen Staaten ist das so. Aber werden die wirklich gebügelt? Ich weiß nicht wie, die werden also ganz flach gemacht, damit die nicht die Männer anlocken irgendwie. Okay. Es ist gerade Viertelwissen, aber das gibt's wirklich. Okay. Schreibt es mal in die Kommentare. Ja, ich kenne das, dass die sich so Teller in die Unterlippe reinwamsen. Das auch und auch hier den Hals verlängern mit irgendwelchen Tellern. Mhm. Creepy. Mit so Ringen meinst du dann? Genau, oder Frauenbeschneidung, damit die keinen Spaß am Sex haben. Mhm. Ganz seltsam, was da passiert. Okay, kommen wir mal schnell zum nächsten Thema. Ja, wo das sitzt schon wieder am kurz Smartphone. Fertig. Ich muss kurz eine Nachricht schreiben. Ich muss kurz flache Brüste googeln. Schwarze Frau, Flachbrust. Wir müssen noch an ein Thema anknüpfen vom letzten Mal. Und Ariel. Oh, da habe ich gar nichts gehört. Was ist denn da los? Nein, nichts Neues, aber es ist was viel Schlimmeres passiert. Nein. Weißt du, wie das mit Meerjungfrauen ist? Die müssen sich die Beine so lange bügeln, bis es eine Flosse ist. Damit die nicht so attraktiv sind für die Kraken. Nee, damit die schwimmen können. Ach so. Okay. Gott. Haben die eigentlich eine Kloake oder wie machen die Meerjungfrauen das? Gut, nur Oralverkehr, glaube ich, machen die. Okay. Aber die Fortpflanzung ist eine gute Frage. Okay. Habe ich das schon erzählt, dass ich mal Drachen-Doku oder Drachenlord-Doku oder so eingegeben habe, weil ich die gucken wollte? Und da kam so eine, jetzt wird so viel Müll abgeschweift, ist egal. So eine Doku, eine wirklich ernst aufgezogene Doku über Drachen. Okay. Also wie die so ihre Kinder aufziehen. Und, aber so eine Fake-Doku, so eine Fiction-Doku. Man könnte meinen, dass es im Allgemeinen keine Drachen gibt, aber die Doku hat das so aufgezogen, als wäre es eine ganz normale Natur-Doku. Okay. Und da wird irgendwie so ein junger Drache geboren und schlüpft so aus dem Ei und dann ist sein Leben schon ganz schwierig und dann mit seinen Geschwistern und die machen gegenseitig so Kämpfe gegeneinander und das ist total schwierig. Und die können am Anfang auch nicht fliegen und bei Drachen, das ist ganz speziell, die haben Vorderbeine, Hinterbeine und Flügel. Das ist ein ganz komisches Skelett, was Drachen haben, das ist ganz seltsam. Ja, sonst sind es Halbdrachen. Aber es gibt ja auch diese japanischen Drachen, das sind nur so Schlangen, die rumfliegen können und bla. Und es gibt alles, aber in dieser Doku geht es um den europäischen Drachen. Und bla. Der gemeine europäische Drache. Ist die auf YouTube? Die habe ich auf YouTube irgendwie gefunden. Ich glaube einfach Drachendoku oder so eingegeben. Ich weiß es nicht mehr genau.
Und da habe ich mit Heinrich geguckt. Und irgendwann wird dann so erklärt, dass die halt als Kind noch nicht fliegen können, weil die zu schwer sind. Und Drachen können ja nur fliegen, weil sich ihre Lungen mit Helium füllen, ne? Und dadurch können die fliegen. Und dann müssen die aber was ganz Bestimmtes essen und dadurch können die auch Feuer spucken oder so. Und dann wird der eine Kinddrache irgendwie, die Mutter ist dann irgendwie gestorben. Ach ja, genau, und es gibt so ein Paartanz, wie Drachen Kinder machen. Die fliegen so ganz weit, die fliegen so Hand in Hand, ganz weit hoch. Mhm. Die Frau hält den Mann und dann fliegen sie Kopf über gegen den Boden. Mhm. Und die Frau hält den Mann halt fest. Wie ein Tombstone Pile Driver so ein bisschen. Weiß ich nicht genau. Ich muss mich gerade auf die Drachen konzentrieren, um es richtig zu erzählen, weil nachher erzählen wir die Leute noch Scheiße. Das darf nicht passieren. Nicht, dass du da was verdrehst. Lel, also auf jeden Fall, die Drachen sind dann auch verdreht und fliegen dann nach unten, ja, übermoderiert. Ja. Und die Frau Drache hält ihn dann halt fest, um seinen Mut zu proben. Der Manndrache kann sich losreißen, wenn er zu viel Angst hat, dass er auf den Schädel fällt. Dann wird sie ihn aber nicht mehr attraktiv finden. Hm. Und das ist so ein Liebestanz. Aber ich weiß auch nicht, ob es sein kann, dass die Frau ihn umbringt, weil die den gar nicht will und deshalb ihn nie loslässt. Auf jeden Fall ist es so eine Mutprobe und sie lässt ihn dann im letzten Moment los. Und dann fliegen die so und machen dann so einen geilen Tanz und dann irgendwann haben die halt ein Ei. Ja. Und dann so zurück zu dem jugendlichen Drachen, der wird dann von einem anderen Drachen so irgendwie gejagt und so und wird dann so in die Bedrängnis gebracht, wird dann auf so eine Klippe zugesteuert. Und dann wird es dann so richtig spannend, so, oh, wird der Drache es schaffen, er ist noch zu schwer, seine Lungen haben noch nicht genug Helium in sich drin. Und wird er es schaffen, dem bösen Drachen zu entkommen, sonst wird er gefressen. Und wenn er nicht springt, wird er gefressen. Wenn er springt, kann er sich Genick brechen. Und springt dann so, da hat er noch gerade so geschafft, genug Helium in die Lungen zu bekommen. Und fliegt dann zum ersten Mal. Das ist eine schöne Doku. Oh. Und das würde ich jetzt gerne mal mit Meerjungfrauen sehen, dass wir wissen, wie die halt in ihre Kloake gefickt werden. Lange Rede, kurzer Sinn. Die tauchen in den Marianengraben rein. Mit ähnlichen Tanz, glaube ich. Ich hänge jetzt auch recht an deinen Lippen. Also ich kann jetzt über nichts anderes mehr reden. Das gibt es auch von der Mondlandung, so eine Fake-Doku quasi. Da haben die in den Arms schon auch so. Kopf über Zeitlupe durch die Gravitation. Ja, so ein Zentimeter vom Boden, dann so. Puh. Ja, gut. Meerjungfrau, was ist da jetzt heute eigentlich passiert? Also, wir erinnern uns an den Fall, dass Akne, die Meerjungfrau ja schwarz ist. Ja. Im neuen Zeit, Film. Die neueste Lore. Also, richtig. Es wurde abgeändert. Ist es so? Naja, nee, ja, jetzt durch den Film. Ach so. Durch den Film ist sie jetzt schwarz. Sprich doch, genau. Komm. Ist egal. Jedenfalls 007 James Bond. Ist jetzt auch schwarz. Zum ersten Mal schwarz. Und eine Frau. Was viel schlimmer ist, noch eine Frau. Hm. Schwarz und eine Frau. Das ist was eigentlich sagst du dazu? Die tödlichste Kombination, die es gibt. Ja. Sieht man ja auch jetzt im Europaparlament überall Frauen in Machtpositionen. Das ist ja kein Wunder, dass das vor die Hunde geht. Ich glaube, das böse Patriarchat wird nicht in die Kinos gehen. Ja. Ich denke auch, ja. Da wird es dann großen Protest geben. Aber ich verstehe halt nicht, ob das immer noch James Bond ist oder ob das jetzt eine andere Agentin ist. Es wird ja über diese Nummer geregelt, 007. Es muss ja nicht James Bond sein. Es muss nicht mal Jane Bond sein. Also es ist gar nicht einfach, James Bond immer? Naja, es ist immer Agent 007. Es heißt ja schon James Bond so, aber er hat ja diese Nummer. Und diese Nummer kann ja theoretisch jeder haben. Ich dachte, das ist immer die gleiche Figur in allen Filmen. Ich glaube nicht. So. Die Schauspieler wechseln, das ist wie bei Doctor Who, glaube ich. Ja, was ich nicht geguckt habe. Der James Bond. Ich glaube, ich weiß nicht, ob der immer der gleiche sein soll. Weiß ich nicht. Ist mir eigentlich auch hier wieder völlig egal. Ich gucke die Filme auch seit ein paar Jahren nicht mehr. Also für mich war Pierce Brosnan immer so mein Held. Ja, für mich auch. Das war der James Bond. Aber ich habe noch nie in meinem Leben einen James Bond Film gesehen. Gar nicht. Gar nicht. Nie, never. Und trotzdem sagst du, Pierce Brosnan ist dein James Bond. Ja, das war so, als ich ein Kind war, gab es halt diese Pierce Brosnan James Bond. War er für mich mal der Erste, den es gab. Und ich dachte, er ist James Bond. Ja. Na, der verkörpert auch eher dieses Gentleman-Ding, was ich damit eigentlich immer assoziiert habe. Und nicht Daniel Craig. Und da war jetzt halt meine Frage, was zeichnet dann so eine Frau aus? Ja, so weiß ich nicht. Die ist dann vielleicht so eine Femme Fatale, die Männer alle verführt. Weil eigentlich ist James Bond ja auch so ein Casanova-Typ. Aber Femme Fatale heißt doch jetzt nicht, dass die Männer verführen. Na doch. Femme Fatale ist doch eine, ich dachte, es ist eine Frau, die sehr... Die Männer... Echt? So eine Männerverschleißanlage, ach dachte so, ich. Aber nicht. Es kann ja alles Mögliche sein. Kann aber ja auch halt so voll die liebevolle Mutter sein, so regulär. Und dann... So ganz moderne Werte vertritt die dann. Ja, ich sage nur, dass alles möglich ist. Also wenn das wirklich so ist, dann wäre politisch korrekt, die Jane Bond. Mit Kinderwagen so auf Mission irgendwie. Ja, genau. Ja, und dann wählt die Grünen. Ich muss die Welt retten. Es ist Sonntag, Wahlsonntag. Ich rede plötzlich im Batman. Keine Ahnung, woher die Assoziation kommt. Und morgen gibt's vegane Bolognese. Vorgestern war ich bei Fridays for Future. Frau Fischer. Ja, mit der Lizenz zum Stillen. Gag durchgestrichen.
Abgehakt, so. Ja, doch, analog. War gut. Hast du dir gut ausgedacht? Nee, kam ganz spontan tatsächlich. Ich habe den Themenkomplex dort gestrichen. Nee, also mir ist es egal. Hast du da jetzt irgendwie noch Bezug zu? Also nö, aber ich fand es halt spannend. Aber um das mal im Real Talk zu sagen, es ist mir völlig egal, ob James Bond eine Frau oder Mann oder ich überlege krass, ob es vielleicht eine andere Figur gibt, wo ich es doof fände, wenn das wechselt, so. Aber ich habe da halt auch nichts, wo ich so Fanboye, glaube ich. Ja, wenn dann irgendwie Videospiele. Wer trinkt Dogma? Ja, das ist halt egal. Also da kannst du ja auch aussuchen, ob du Männlein oder Weiblein bist. Da habe ich immer eine Frau genommen. Wenn ich da einen Mann jetzt spielen müsste, fände ich es vielleicht ein bisschen tragisch. Also bei historischen Figuren wäre es halt scheiße. So, wenn Hitler von der Frau gespielt hätte. Ja, genau. Einfach mal ein bisschen Hitler. So schwarzen Asiaten. Also, naja, ohne Scheiß, ich will es so sehen. Ja, eben. Also wenn es einer könnte, so Tarantino, Hitlerin. Ja, sowas, so, ja, aber jetzt nicht jetzt real irgendwie so. Die Frage ist, was wäre dann so das Gesichtsmarkenzeichen von einer Frau, weißt du? Also so ein Schönheitsfleck. Robin Hood vielleicht, ja? Wenn Robin Hood auf einmal eine Frau wäre, ich weiß nicht, ob ich das komisch finde. Das würde mich nicht stören, das ist egal. Eigentlich ist es mir auch egal, aber das ist halt so. Ist auch ein Frauenname, Robin. Ja, danke. Hatten wir das nicht schon mal? Ja, was? Heinrich. Heinrich? Du. Nächstes Thema. Mhm. Sind schon eine halbe Stunde drin. Wir haben zwei Themen gehabt, aber ist egal. Wir wollten ja eh ein bisschen runterfahren, ja. Und so ein bisschen. Würdest du dir vielleicht so einen Tomb Raider als James Bond wünschen? Ja, den gibt's halt schon. Das Nathan Drake. So von der, wie sich gibt. Wie sich gibt. Ja. Wie gibt ihn sich? Und so. Ich möchte einen Mann, der die ganze Zeit stöhnt, ja. Hm? Würde ich spielen. Aber wir haben jetzt nur mal eine Frau als James. Ja. Was denkst du, dass es eine Frau ist? Hey, aber als du gesagt hast, ich dachte, das war gerade die ganze Zeit das Thema. Tino hat das Gender nur assumed. Alter, also, raus hier. Er hat nicht assumed. Sorry. Nächstes Thema. Ich verstehe es echt nicht mehr. Also, es gab eine Influencerin, eine YouTuberin, 350.000 Abonnenten. So. Emily Hart, die hat ein Video gemacht, 10 Gründe für einen jüngeren Freund. Ja. Mhm. Einer dieser Gründe war, der schenkt mir immer so coole Sachen und so. Also, es ist ein Video, kam vor einer Woche. Was guckst du denn da jetzt so skeptisch, Herr Rodes? Warum ist das ein Zeichen von Jungen, dass ihnen jemand Sachen schenkt? Ja, weiß ich nicht. Ist halt das Video gewesen. Mhm. So. Und der Freund hat ihr E-Scooter geschenkt. Zwei, also einen für sich, einen für ihn. So. Zwei Tage später ist er mit diesem E-Scooter unter einen Laster gekommen, war tot. Ja, Major Lel, würde ich sagen. Ja, ist das dieser DJ, von dem man immer hört, oder? Major Lelsa ist das. Ja. Gott, Alter. Ja, ist ein bisschen. Ich habe gehört davon, es ist sehr tragisch. Ist ein tragischer Unfall, weil die E-Scooter hätte ich auch noch verwerten können, jetzt sind die kaputt. Naja, ist halt, ne, ist halt irgendwie komisch, dieses Video jetzt so zu sehen. Geschenk ging in die Hose. Irgendwie. Gibt's ein Video, wie so eine Laster kommt? Nee, das nicht. Aber sie hat halt so glücklich gezeigt, oh, hier, meine neuen E-Scooter. Mein Leben wird sich völlig verändern, ja. Leute. Gott, du Assi. Naja, wir nehmen ja Donnerstag auf und Sonntag kommt er raus, da ist schon wieder so viel. Jesus. Da ist so viel, wenn Jesus plötzlich von einer Frau gespielt würde, ne? Da würde die Bibel sich im Grab umdrehen. Die Tochter Gottes. Ganz kurze Frage, wie viele Abonnenten hat sie seit ihrem Tod dazu gewonnen? Das wäre wirklich mal interessant. Ich gucke jetzt mal auf Social Bad. Ich würde die AD abonnieren, wenn die tot sind. Bombendesk. Also ich abonniere immer tote YouTuber. Warum? Wie zum Beispiel Pong. Ich hab auch einen Frank Tausch? Link. Das war einer der ersten großen YouTuber, die gestorben sind damals, ne? Mhm. Ja. Die wären ja auch, also, ne? Ich habe eine Freundin, die entfernt immer ihre toten Facebook-Freunde. Du hast eine Freundin. Oh, Tino, mit deinen Sozialkontakten musst du nicht vor uns angeben, ja? Nur weil wir hier so Internet-Nerds sind, die keine Freunde haben. Ja, es war die Putzfrau im Zug gestern, okay, ich gebe es zu. Und was die entfernt immer ihre toten Personen, ja? Nein, sie macht erstmal sauber so die Tatorte und. Alter, sie, ich habe was ganz Gruseliges gesehen. Nee, erzählst du. Das war es eigentlich schon, dass sie halt ihre Facebook-Freunde. Ich habe was ganz Gruseliges gesehen. Eine Gruppe für eine tote Frau auf Facebook. War keine Bekannte, irgendeine Oma oder was weiß ich, die gestorben ist. Und das ist so eklig. Die machen halt dies, ja, um irgendwie Trauer zu bekunden. Aber diese Gruppe war 4 Jahre alt. Und dann gammelt diese Gruppe halt irgendwann vor sich hin. Das ist doch scheiße. Das ist irgendwie voll dumm. Du kannst ja aus deinem. Man postet da doch nicht jede Woche rein. Ach ja, übrigens, immer noch schade, dass sie tot ist. Ja, also. Unverändert. Ja. Smiley. Also, wir haben Emily Hart. Die hat am 12. 8 Abonnenten plus gemacht. Am 11. 11 Abonnenten plus gemacht. Sprung nach vorne. Am 13. 1100 plus gemacht. Am 14. 4500 plus gemacht.
am 15. 3200 plus gemacht und dann 1400, 380, 180. Also jetzt langsam 12, 13.000 wäre ganze Sache. Ich glaube, wenn der Abonnenten, da, ich glaube, das kann man als feste Regel aufsetzen, wenn der Abonnentenboost von toten Influencern dann aufhört, krass zu steigen, also dann wieder, ne, wenn die Tendenz wieder rückläufig ist, dann darf man Witze drüber machen. Ah, gut. Gut, dann festhalten. Sind wir auf der sicheren Seite. Also ist es okay. Ja. Gut. Was nicht okay ist, ist, dass im Zuge dessen halt so eine Diskussion groß geworden ist. Ego-Scooter. Alter, Ego-Scooter. Ego, boah. Wenn sie erschossen wäre, wenn sie erschossen wäre, hätten wir Ego-Scooter. Ist egal. Also. Ein lustiger Krieg irgendwie, alle so mit so Ego-Scootern fahren würden, so mit Helm auf. Ja. Dup. Also ich finde. Weiß nicht. Die Diskussion, die da aufgekommen ist, dass diese Gefährte jetzt ganz gefährlich sein sollen, ist ganz großer Quatsch. Ja. Ich finde, Scooter, die Musik ist gefährlicher als die Dinger. Und das, in den Hintergrund lache ganz kurz. Ja, der Punkt ist, sie ist halt von einem LKW überfahren worden. Das passiert. Die müssen verboten werden. Ja, also die Gefahr geht jetzt. Es ist ja nicht so, dass sie mit einem E-Scooter über eine Klippe gefahren ist und tot, sondern ne, Straßenverkehr halt. Sie war ja unaufmerksam, glaube ich. Ne? Sie ist ja, wollte eine Handy gerade. Nee, sie wollte ich gelesen, der hat gerade influenced. Überholen irgendwie. Weiß ich nicht, kann sein. Ich glaube, sie hat Selfies gemacht. Aber es ist ja beim City-Roller genauso passiert. Das ist halt die Sache mit den E-Scootern. Die haben jetzt halt einen Hype. Ne? Das geht auch wieder weg. Klar gehen die mir mega auf den Sack, weil die Leute halt nicht gerade ausfahren können. Und das lag an der Wimperntusche, dass sie nicht sehen konnte. Wissen wir es? Aber ich bin ja eher so unangenehm nicht links und eher so gegen Verbote im Allgemeinen. Ich bin angenehm rechts seit neuestem. Cool. Ja. Also dieses Verbieten stelle ich mich immer gerne mal gegen, deshalb. Ich bin gegen das dagegen sein. Das nicht. Ich bin gegen Verbote im Allgemeinen, also grob. Also, weißt du, gegen dieses per se Verbieten. Ja, per se Megaperls. Ich sag nichts mehr über meine Meinung. Okay, ich sehe schon, das Thema ist ausgelutschter als. Mein Penis. Ja, komm, Tino, ey, du bist so billig, Alter. Danke. Du bist so mies, billig, so lächerlich. Ist egal. Der Bundesrat hat ein Foto getwittert. Auch ein großes Thema gewesen, haben sich alle drüber lustig gemacht. Da stand drauf, wir suchen dich. Aber der Grafiker hat sich eventuell einen kleinen Spaß erlaubt und hat die Haars so ein bisschen so, als wären die so ein bisschen verwittert, ja. Und das Haar ist dann quasi, ne, so ein Haar. Und hier ist dann aber so eine Stelle raus verwittert, dass es dieses wir suchen dich, sah dann plötzlich aus wie wir sacken dick. Lol. Und da haben sich alle drüber lustig gemacht, weil der Bundesrat sackt dick. Da hat jemand seinen Job verloren, glaube ich. Vielleicht. Ist auf jeden Fall sehr witzig. Ich kann das Bild auch mal zeigen, Moment. Aber ins Mikrofon hier. Reinhalten. Ja, hier ist es. Seht ihr es? Ja, das ist aber echt ein bisschen, ja. Ja, also. Anstößig? Ich finde es sehr anstößig. Ich finde, es sieht nicht aus wie mit Absicht gemacht. So. Also es ist wirklich noch sehr dezent. Also ich lese aber sofort, wir sacken dick. Ich halt nicht, Dino. Ich sehe sofort. Das ist vielleicht wieder diese alte Frage mit diesem Kleid, was blau, grün, schwarz, gold ist. Wenn man so konditioniert ist, ne, Tino? Ja. Wenn man dick sieht, ja, wenn man sich auf dickcode.net rumtreibt. Zum Beispiel, ja. Kann ich sehr empfehlen. Nun gut, das war auf jeden Fall ein Thema. Was noch viral ging, war ein gefaktes Foto von Rakete, also von dieser. Das habe ich überhaupt nicht gesehen. Das kann nicht viral gegangen sein. Wenn ich das nicht sehe, dann zählt das nicht. Nein, gab es gar nicht. Aber erzählt trotzdem. Ich habe geträumt, glaube ich. Ihr kennt auch diese Frau, die in Lampedusa diese Menschen da gerettet hat, die Rakete. Hatten wir auch hier schon zum Thema. Genau, und es gab ein Foto, wo sie einen Hitlergruß macht. Okay. Und da ging es halt so rum, ja, sie ist ein Nazi und tut nur so tolerant. Aber ich denke mir, Leute, selbst wenn dieses Foto echt wäre, warum sollte ein Neonazi dunkelhäutige Menschen auf Mittelmeer retten? Das macht schon mal faktisch gar keinen Sinn. Und zweitens ist kurze Zeit später das richtige Foto aufgetaucht, dass sie halt die Leute gegrüßt hat. So. Und dann haben wir rechter Meinungsblock war das, haben dann die Hand verändert, dass es wie ein Hitlergruß aussah. Apropos rechter Meinungsblock, was hast denn du mir da geschickt? Du hattest doch da Kontakt. Ja, der Herr Stürzenberger, mein bester Freund, der hat mir das Beste rausholt bei Interviews, der hat jetzt Gefängnis bekommen. Nicht Gefängnis, Bewährung hat er bekommen. Ich habe dich gefragt, da hast du, glaube ich, nicht drauf geantwortet. Da stand irgendwie Urteil nicht rechtskräftig oder sowas. Was heißt denn das? Nicht rechts, hast du mir geschrieben? Oben links steht das in dem Bild, was du mir geschickt hast, stand irgendwie Urteil nicht rechtskräftig. Achso, noch? Ja, er kann, glaube ich, noch Revision einlegen oder so. Was heißt das? Okay. So ist es immer. Ich bin jetzt kein Jurist. Also das ist die Person, die dich interviewt hat bei deinem kleinen Shitstorm, den wir ja auch vor 10 Folgen oder so mal zum Thema hatten, der kleinen 14-Jährigen schwierige Fragen über Israel gestellt hat. Und sich geil fühlt, weil er sie beantworten kann. Ja. Nach 8 Monate auf Bewährung für Michael Stürzenberger für Gewaltdarstellung, Volksverhetzung, Beleidigung und Verstoß gegen das Kunsturhebergesetz. Was fühlst du dabei, Tino? Was geht in dir vor? Sprich mit uns, Tino, sprich.
Ich fühle einfach Gerechtigkeit. Endlich gibt es Gerechtigkeit für den Täter. Ja, das macht meinen Ruf auch nicht mehr lebendig, aber alle Rechten werden jetzt sagen, sie wollen den Mund tot machen. Tja, Tino. Ja, finde ich auch in Ordnung. Na gut. Artikel 13 Grundgesetz. Einmal lesen, Leute. Also zusammenfassend lässt sich sagen, ich finde es gut, dass Nazis jetzt auch Ausländer aus dem Meer fischen. Genau, ja. Kann man daraus schließen. Neonazis wollen... Die Nazis haben ja auch so eine kleine Wandlung durchgemacht. Ja? Das ist ja ein evolutionäres Volk. Und wenn das jetzt darin endet, full circle, am Ende... Darin kulminiert. Ja. Am Ende ist es ja so, ne, die Linken, die werden dann... Ach, was weiß ich, leck mich am Arsch, nächstes Thema. Aber das Foto zeigt halt so ein bisschen, dass das rechte Meinungsblogger... Sie fallen ja sehr oft auf durch irgendwelche Bilderfakes, dass sie irgendwelche Schilder bearbeiten, wo irgendwas draufsteht. Es gab auch dieses berühmte Bild, wo so Asylbewerber auf ihren Schildern hatten, wir wollen mehr Geld, wo da eigentlich was ganz anderes drauf stand. Und das machen die ja sehr oft. Und da sieht man mal wieder, dass... Oder ich frage mich, warum sie das denn nötig haben, wenn sie doch von ihrer Meinung so besessen sind, warum müssen sie denn Sachen faken, weil es ja eh rauskommt? Hm. Warum kann man nicht einfach mit echten Argumenten punkten? Ja, aber wenn es rauskommt, dann sieht das halt ein Gericht so und vielleicht irgendwie Leute, die sich intensiv damit beschäftigen. Hm. Aber die hunderttausende Handelnden, die das mal kurz bei Facebook durchscrollen, die sehen das und die werden das nie erfahren, dass das Fake ist sozusagen, weißt du? Ich glaube schon, dass das, ich sag mal, wirtschaftlich gesehen für die wertvoll ist. Ist ja auch egal. Was wirtschaftlich gesehen für Japan nicht so wertvoll ist, ist, dass viele Leute da verbrannt sind. Gott, Alter. Passiert. Überleitungsking. Nee, bei dem Thema, Tino, da musst du mir vielleicht auch mal nachhelfen. Du bist ja so ein bisschen die politische und moralische Instanz hier, ja? Ja. Ich weiß nicht so ganz, wie ich mich da fühlen soll. Christchurch war ja ganz groß für uns wichtig, weil Australien westlich geprägt ist. Als in Sri Lanka ein viel schlimmeres Attentat passiert ist, das hat ja hier keinen gejuckt und deswegen hat mich das auch nicht gejuckt. Mhm. Und jetzt habe ich aber so den Zwiespalt, in Japan ist was passiert, die sind auch nicht westlich geprägt, aber wir haben ja im Krieg zusammen mit denen, sind ja cool gewesen und die haben uns Hentai gebracht. Die haben uns geholfen. Ja. Also ich weiß nicht, wie ich mich da jetzt fühlen soll. Es gab Brandstiftung in einem Animationsstudio in Kyoto. War ich. Warst du? Okay, nee, es hat sich aber schon... Dann ist es erledigt eigentlich. gut, nächstes Thema. Ein Mitte-40-Jähriger hat sich dafür auch bekannt, ne? Ja, Herodes. So ist es. Und deswegen, also, erklär mir mal, muss ich da jetzt irgendwie betroffen sein? 13 Leute sind dabei gestorben, nicht mal verbrannt, die sind nur an dem Rauch, sind die erstickt, Herzstillstand. Nicht mal, siehst du, das ist... Nein, Robin, das ist so weit weg, also das wird nach Kilometerzahl, wird das schon gemessen irgendwie. Und wenn es hier passiert wäre, jetzt in Deutschland, in irgendein Anschlag, oder dann ist es sehr schlimm. Die haben da halt auch Linksverkehr. Und ich meine, die Briten gehen jetzt auch raus aus der EU... Da haben wir mit Linksverkehr gar nichts mehr zu tun. Die leben quasi noch im Mittelalter, deswegen finde ich das auch... Also es muss uns nicht stören. Muss nicht, Tino, du bist in dem Raum und das Wort Linksverkehr. Kein Wortspiel? Ich habe jeden Tag Linksverkehr, deswegen juckt mich das nicht so. Ja, einmal quer durch die Gerber gebumst. Wer nicht? Gut. Ja, also ne, ist schon nicht so geil, weil da relativ viele... Also ich sage mal, ne, wenn in Christchurch irgendwelche Muslims totgeschossen werden, das ist ja, ne, die können ja nichts. Aber wenn in so einem Studio große Künstler, ja? Stimmt, tatsächlich, ja. Ist halt wirklich so, ne? Da müssen wir doch sagen, dass wir das heute die Punktzahl sehr hoch ansetzen müssen. Ja. Hatte der Brandstifter denn vor, Leute zu töten, oder wollte er einfach nur, dass der Film nicht rauskommt, weil der Animes nervig findet? Also wie gesagt, ich relate so ein bisschen. So. Das war schon gezielt. Oder gab es die Idee, noch mehr Pokémon zu erstellen? Oder noch mehr Pokémon das zu hat nichts mit Pokémon zu tun. Ich habe auch geguckt, was das Studio macht. Also das Studio hat einen sehr guten Ruf. Die hatten auch sehr gute Arbeitsbedingungen für Japan gesehen. Ich habe keinen Film oder keine Serie, die gemacht haben, jemals gesehen. Also kenne ich mich nicht aus. Aber die sind schon sehr hoch angesehen. Und es waren halt wirklich unter den Toten jetzt wirklich krasse Künstler dabei, die wirklich da quasi das Ding am Laufen gehalten haben, sag ich mal. Und Rest das ist jetzt schon hart. Rest in Peace. Grüße gehen raus. Also der Vorsatz des Brandstiftes ist nicht klar. Na, er wollte schon da Feuer machen. Ich weiß nicht, es ist noch nicht hundertprozentig klar, ob er jetzt wirklich auch Leute töten wollte. So. Oder ob er quasi einfach nur, ich zünd euch an, weil... Scheiß Filme. Ja. Das Feuer ist schuld. Gut, dass du heute da bist. Das ist ein ganz alter Gag. Oh Mann, so. Ich hatte auch den viralen Hitler der Woche. Oh, bitte. Der virale Hitler. Wir hatten ja mal einen Jingle ursprünglich geplant, aber das ist ja obsolet. Der virale Hitler. Wie geil. War gut. Danke, danke. Ja, und zwar ist es die großartige Face-App.
kennt ihr sie. Ja, natürlich. Es ist jetzt riesen cool für alle Leute, für Oma, Opa, für Groß und Klein, diese Face-App runterzuladen im Play Store oder wo auch immer und ein eigenes Foto von sich oder von Freunden oder von Prominenten einfach mal 40 Jahre altern zu lassen oder verjüngen zu lassen, Haarfarbe ändern, pipapo. Und das machen gerade irgendwie alle und es ist großartig. Es interessiert mich so sehr, wie ihr alle ausseht, wenn ihr älter werdet. Ich habe jede Story mit Speichel im Mund, vor dem Mund betrachtet, weil es mich so interessiert hat bei allen Leuten. Du hast es ja auch gemacht, habe ich gesehen. Haben alle gemacht. Also weil es alle machen müssen, ist halt auch alle ja, machen. Ich finde es auch witzig. Also ich habe es ja auch für mich mal gemacht. Ich habe es meinen Eltern gezeigt, weil ich halt gerade bei denen war. Aber ich dachte mir, nö, wenn das alle machen, poste ich es nicht. Da habe ich mich gewehrt und... Ist das die Definition von Hipster, die uns hier gerade offeriert wird? Nein, bin mir nicht ganz sicher, weil gegen den Trend sein ist ja auch ein Trend irgendwie. Und ich mache es einfach aus Prinzip nicht, weil ich seit neuestem angenehm rechts sein möchte. Und man ist dann ja auch, Rechte sind ja auch eher anti-Mainstream. Man kann es ja auch nicht allen rechts machen. Ja, also wie gesagt, ich habe es auch mal gemacht, finde es ganz witzig. Verstehe nicht, warum der Hype jetzt gekommen ist. Ich habe vorhin mich mit Patrick getroffen, der meinte irgendwie, das hat irgendein Russe gekauft und hat da jetzt nochmal irgendwie Werbegeld reingesteckt. Aber es ist halt das Ding, ne? Wenn es alle machen, musst du es halt auch mal machen. Ja. Gerade wenn du wirklich Influencer bist, der mit witzigen Instagram-Bildchen sein Geld verdient, da willst du das natürlich den Hype mitnehmen. Ich verstehe es völlig. Ich hatte halt Leute in meinem Instagram-Feed, die haben von sich 10 Bilder gepostet, aus verschiedenen Winkeln, wie sie alt aussehen. Und da dachte ich, eins, ja gut, zwei, kann ich wegmachen. Aber nach 10 mal durchklicken, immer noch so, nur so alte Fotos sehen, das hat mich nicht interessiert. Okay. Ihr stinkt alle, die das gemacht entfolgt haben. Entfolgt mal alle, Tino, jetzt. Ja, entfolgt mir bitte. Die sowas machen. Also. Nee, ich muss denen entfolgen. Stimmt. Mach naja, aber die hören ja auch gerade, wie du über diese hatest. Also. Ach so, ja. Ja. Tja. Da wisst ihr, wie ich bin. Ja, also betrifft mich nicht weiter, aber ich habe auf jeden Fall noch auf Twitter gelesen, es war ein sehr viraler Tweet darüber, dass du deine Rechte abgibst an diese App, wenn du die Bilder da hochlädst und das fand ich zumindest etwas bedenklich. Mir persönlich ist es relativ egal, sollen sie mit meinem Gesicht machen, was sie wollen, aber wissen bestimmt nicht viele. Ja, gerne. Ich weiß halt nicht, ob das bei vielen Apps so ist. Ja, wahrscheinlich. Ja, das war bei den meisten Apps aber so. Da ist es wohl. Es ist ja auch immer noch bei WhatsApp so, wenn du was bei WhatsApp postest, dass du das an Facebook abgibst oder so. Ja. Ist ja auch egal. Im Endeffekt juckt es doch keinen. Wahrscheinlich kommt dann in 10, 20 Jahren mal irgendeine negative Folge davon. Dann denken wir alle, huch, sind wir ganz überrascht und doof. Aber dann ist halt ja auch egal. Jedenfalls, der virale Hitler geht an die Face-App. Herzlichen Glückwunsch. Da stimme ich zu. Slow clap. Und du als alter Donald Trump-Fan. Ja. Trump is a racist, habe ich gehört. Richtig. Hey Robin, du alter Donald Trump-Fan. Ja, war gut. Du hast es mitbekommen, ja. Trump is a racist, also Trump ist ein Rassist. Liebe Oma am Empfangsbolzen, ne? Der Trump ist ein Rassist, heißt dieses Hashtag. Hat er als Hashtag gewidmet bekommen auf Twitter, ganz, ganz groß war das, weil er zu einer Kongressfrau oder zu zweien gesagt hat, die sollen doch gefälligst in ihr eigenes Land zurückgehen, aus dem sie kommen. Eigene Shithole-Countries, die es nicht mal schaffen, eine stabile Wirtschaft aufzubauen und sollen diesen Ländern gefälligst helfen. Diese Kongressfrauen haben zwar ausländisch soundende Namen, aber sie sind in den verneinenden Staaten geboren und sind deswegen gebürtige US-Bürger und deswegen greift dieses Argument nicht. Daraufhin hat sich dieses Hashtag, also es ist jetzt eine ganz neue Erkenntnis, dass Trump so leicht rassistisch angehaucht sein könnte. Das hat mich völlig überrascht. Ja. Hat die Internetgemeinde auch groß überrascht, aber alle haben drüber getwittert auf jeden Fall. Und ist halt eine Aussage, muss man sich unbedingt machen. Aber bei ihm wundert man sich halt nicht mehr. Nee, es ist halt einfach, selbst wenn sie woanders herkämen, das würde ja jetzt nicht mehr Sinn machen, irgendwie der Ausdruck. Das ist schon witzig, wenn jetzt irgendwie so ein, keine Ahnung, so ein Meuten würde jetzt zu, was weiß ich, wie heißt der Asiate da? Fuck man. Genau. Fuck Mahn, ja, wenn der zu Fuck Mahn sagen würde, ey, geh doch mal in dein Land zurück und bau das auf. Philipp Rösler meinst du, von der FDP. Ja, geh doch mal in das Land zurück, aus dem du gekommen bist, bevor du hier uns sagst, wie Politik geht. Da würde schon Deutschland sich ein bisschen aufregen. Ja. Aber in Amerika war es irgendwie... Weil man es gewohnt ist, they are used to it. Ja. Sag ich zu meinen minderjährigen Kellerkindern auch. Da gewöhnt sich dran. Ja. Gut, also was wurde noch groß besprochen, wenn wir jetzt in den letzten 5 Minuten vor der Zusammenfassung der Woche jetzt noch ein bisschen kleine News abfeiern. Es gab noch CO2-Steuer wurde heiß diskutiert, wie steht ihr dazu?
Ja, ist ja irgendwie konsequent, oder? Wenn man was gegen Klima machen will, dann ist es doch konsequent. Na, es ist richtig, aber der Hate ist natürlich groß in der Netzgemeinde. Das wird jetzt alles auf den kleinen Mann rausgebügelt und so. Und da ist ja auch was dran. Es sollte schon im großen Stil eigentlich Konsequenzen geben. Die Idee dahinter sollte ja schon sein, wir machen jetzt einzelne Praktiken so teuer, dass sich das für die Konzerne nicht mehr lohnt, das so zu machen, dass sie Alternative finden, die einfach umweltfreundlicher sind oder so. Ja, aber weitergedacht, der kleine Mann, auf den es abgewälzt wird, der bestimmt ja wiederum den Markt und kauft sich ein Elektroauto. Rollauto. Und fährt sich tot. Und dann hat sich das Problem auch gelöst. Wird von einem Tesla-Semi-Truck überfahren. Ja. Tada. Das ist ja auch richtig. Das stimmt ja auch, dass es immer auf den kleinen Mann abgewälzt wird. Der Punkt ist, darf nicht sein. Die Leute kaufen doch auch jetzt noch Kippen, die irgendwie 7 Euro kosten. Mhm. Selbst in Australien kaufen sie die für 15 Euro, die Schachtel. Oder Benzin, ja, wird ja auch immer teurer. Ich glaube halt nicht, dass das wird halt teurer, alle beschweren sich, aber kaufen es trotzdem. So. Ja. Und das ist, warum es nicht plus funktioniert. Plus, dass jetzt noch ein bisschen Geld an den Staat zurückgeht. Hm. Der kann sich damit Kohlestrom aus dem Ausland kaufen, damit wir hier grüner werden in Deutschland. Genau. Ich habe nicht ganz das noch verfolgt. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Es hieß wohl, das sind Steuern und deswegen können die damit machen, was sie wollen. Bei Abgaben müssten sie das Geld direkt irgendwo rein investieren. Das hat jemand kritisiert. Ich weiß nicht, ob das korrekt ist. Gewisse Steuern müssen für gewisse Sachen auch benutzt werden. Das gibt's schon. Nee, andersrum. Also das ist bei Steuern können sie es quasi für alles Mögliche verwenden. Hm. Und bei Abgaben müssten sie es quasi für das eine verwenden. Genau, so hatte ich es gelesen. Aber wie gesagt, das war halt irgendwie so ein Facebook Nappel und nicht jetzt irgendwie meine Recherche, weil Recherche für euch, also vergiss das. Die CO2-Steuer wird ja auch aus dem Grund gemacht. Oder Steuern werden immer aus dem Grund gemacht und der Grund ist ja, dass man in die Infrastruktur und in die Förderung von grünen Energien investiert. Das ist ja der Sinn dahinter und nicht, um die einfach zu belasten. Hm. Also Steuern haben immer irgendwie auch einen Background. Hm. Die nächste große Sache, die auf dem kleinen Mann abgewälzt wird, die Impfpflicht für Masern kommt. Nein. Und ich höre schon zwei Ohren aus meiner Familie schlackern und es sind nicht die von Herodes. Das kann ich euch sagen. Die von C und die von L? Wer ist denn das? War geraten werden. Naja, sag J? Ich ja nicht. Ja. Uff. So, da schlackern die Ohren und das ist ein großes Problem, aber ist mir scheißegal. Ganz kurz nochmal zum Thema, wo ich mich vorhin über die Verbote geäußert. Genauso ist es mit Pflichten. Leute, geht doch den vernünftigen Weg. Macht Impfen irgendwie attraktiv, statt die Leute zu zwingen, zu impfen. Das ist korrekt. Das wäre wahrscheinlich ein besserer Weg, aber ein langwieriger. Und also bei Masern finde ich es schon ganz gut. Bei einer Krankheit, die eigentlich ausgestorben ist. So. Dann muss man daran denken, dass die Menschen ja dumm sind. Und man kann nicht immer auf die Er kommt doch aber aus der DAO-IT-Spreche. Er muss ja den dümmsten anzunehmenden User hier consider. Man geht ja immer oft von sich aus. Ja, wir sind ja Leute, die ein bisschen nachdenken gelegentlich. Klüger sind als unsere Zuhörer. Prinzipiell, ich wollte es nicht so sagen, aber es stimmt. Und wir bräuchten so ein Verbot oder so einen Zwang nicht. Aber wenn es echt schlimme Auswirkungen hat, dann sollte man die Menschen zwingen. Auch zum Beispiel als fürs Auto die Anschnallpflicht eingeführt wurde, haben sich alle beschwert, heute machen es alle wie selbstverständlich und so müssen wir es da eben auch machen. Meine Meinung. Ich sag nur, meine Idee ist halt ein bisschen nachhaltiger, weil was ist, wenn wieder so ein Regime an die Welt kommt, das dann sagt, okay, wir machen jetzt ganz, ganz viel Blausäureimpfung rein und ihr müsst die nehmen, weil ist ja Pflicht und dann sagen die halt nicht, dass dann sagen die trotzdem, das ist eine Masernimpfung und da kann man halt gegen die Pflicht gar nichts machen. Weißt können du? Auch ins Grundwasser Cyankali reinschmuggeln. Sollen sie aber nicht. Ja, eben. Sollen sie aber nicht, Timo. Ja. Und das ist genau das, was ich sagen will. Deshalb keine Pflichten und kein Cyankali im Wasser. Klingt gut, also würde ich erstmal unterschreiben. Warum können wir nicht einfach klug sein, statt dass uns alles vorgekaut wird? Aber der Mensch in Herden ist ja nicht klug. Na, da können wir doch was machen. Na, hoffentlich, aber... Na, nicht immer alles... Wir müssen es Darwin überlassen. Die Dummen sterben doch von selbst, wenn die nicht geimpft werden. Ja, aber die Dummen nehmen ja die Schwachen, die nicht geimpft werden können, mit. Das ist ja das Problem. Die schwächen die Herdenimmunität. Ja? Kleine Paulas, die vielleicht nicht geimpft werden können, die profitieren ja davon, dass alle um sie drumherum geimpft sind. So. Jetzt kommst du. Ja, ich weiß nicht, wo genau jetzt mein Fehler in meiner Argumentation lag. Ja, genau so ist es. Ich bin ja auch gegen Verbote eigentlich. Du bist auch Impfgegner. Bam, da haben wir es. So, ciao. Ich hab's jetzt auf Band. Ich habe es auf Band. Ciao. Investigativ. Meine Fresse. Ja.
Nein, du hast völlig recht. Ja, jetzt habe ich es auch nochmal aufwand. Das kann ich jetzt überall dahinter schneiden. Nein, du hast recht aus dem Standpunkt, dass es so richtig wäre, wenn aber alle Menschen, wir machen es freiwillig und jeder, der zur Impfung kriegt, der kriegt einen Lolli. Ja, gut. Ja, wie es bisher halt so ist. So, festgehalten, so klären wir es. Frau Merkel, haben Sie zugehört? Lolli und die Eltern kriegen Fünfer. Können sich ein Eis holen. Die Diabeteskranken, die kriegen einfach ein Brot. Ja. Ein Pumpernickel. Ein Pumpernickel. Ja. Haben wir es geklärt. Wie war die Woche? Was sagst du? Da ging schon einiges. Also ich würde schon bei einer 8 jetzt erstmal tendenziell ansetzen. Ich sage 7,9. 7,9. Ja. Und ich finde, wir sollten irgendwann wirklich mal eine schwache Woche machen. Können wir nicht irgendwann mal was 1, 2, 3? Wir haben schwache Wochen. Ja, naja, aber die waren dann trotzdem irgendwie 7. Nee. Also 6. Ich glaube, bis zur 4 sind wir schon runter. Nee. Ich glaube schon. Wir hatten schon mal eine 4. Doch, einmal war es richtig langweilig. Da hat man eine 4 genommen. Oder das sagen wir natürlich 5. Erst am Ende, dass es langweilig war, die Leute weiter zu hucken. Ach so. Also was, können wir noch kurz zusammenfassen, was die Woche jetzt genau gemacht hat? Rakete, Fake-Foto, Nico Semsrott, von der Leyen. Emily Hart, die YouTuberin, ist gestorben im E-Scooter. Kyoto hat gebrannt. Trump. Das ganz große Ding mit Gronkh, ja. Da hat ganz YouTube Deutschland gebrannt. Und wo alles verzwickt war, ja. Von Herrn Newstime über... Europäische Katastrophe. Ursel. La, von der Leyen. Ich würde nicht unter einer 6 anfangen, aber macht ihr. Also ich würde schon echt wirklich auf eine 8 gehen. Wenn du sagst, das ist für dich keine 8. 7,9, das ist keine 8 wert. Ich will 7,9, es ist nah dran, es schrammt vorbei, aber es ist noch keine... Es gab jetzt... Es war Japan. So Limes X gegen 8, aber... Erreichst du mit deinem Mathe wieder, Alter. Ich habe meine Tafelwerke gerade weggeschmissen. Ja, ich war übrigens an dem Bücherregal, die sind nicht mehr da. Krass. Ich wollte sie dir wieder heimbringen. Du bist so hässlich. Robo, du hast verloren. Wie viele Tote gab es denn in Japan? 13. Reicht nicht, ne? Insgesamt über die Woche. Nee. Also nicht so viele. Vielleicht im Suicide Forest noch ein paar, ne? Ja, 13 durch 2, 6,5. Nee. Was? Naja. Ich glaube bei 7,9. Wir können gerne auf 7. Komm, er wollte irgendwas bei 6, dann 7, gehen wir 7,5. Nee, ich habe gesagt, nicht unter 6. Ach so. Deshalb bin ich mit 7 so halbwegs einverstanden. Es war Amazon Prime Day auch. Und weltweit haben alle 10, gestreikt. Alle haben gestreikt, weil die übelst beschissene... Na, alle Arbeiter da. Ich habe nicht gestreikt. Die haben übelst beschissene Arbeitsverhältnisse. Was ich damit sagen will, geht mal unter das Video auf meinen Amazon Affiliate Link und kauft euch was Schönes, weil da kriege ich was von ab. Ich habe erst kürzlich wieder unter deinem Affiliate Link gekauft. Dankeschön. Wie fährst du denn jetzt schon inzwischen? Muss ich gucken. Ich gucke da sehr unregelmäßig. Hattest du schon mal eine Auszahlung von 250 Euro? Zweimal gab es jetzt schon eine. Aber echt? Die ist nicht bei 250. Ich glaube, die ist bei 100. Irgendwann komischen Preis. 160 oder sowas. Ich weiß es nicht. Egal, was ich kaufe. Egal, was du kaufst. Ach, hätte ich das gewusst. Ja. Also, machst du dann immer mit dem Geld? Nee, aufs Konto bekommen. Und in CO2 investieren. Ja. Den Fans das wieder zurückgeben. Ja. In irgendeiner Art und Weise. Ja, mit gutem vielleicht mal mit dem Auto über die Dörfer fährt, Thüringer Umland, schön Thüringer Dörfnigkeiten mal machen. Es wird gestört. Thüringer Dochnigkeiten, ja. Doch nicht geil. Ja. So sprechen wir Fans schon seit 2 Jahren. Okay, machen wir. Hast du ein Auto, Tino? Wir wollen so ein innovatives neues Format machen. Thüringer Dörflichkeiten. Wir können es warten, hat ein neues Lied rausgebracht. Klos Fritz. Hat ein neues Lied, das ist eine fucking 8. Es ist eine 8. Ja, komm, 8. Fucking jetzt geht's rein. Ganz kurz, jetzt Alexander Markus hat auch einen neuen Hit. Ja, Alter! Ja, wie heißt der? Rastafari. Rastafari. Ja. Rastafari. Rastafari. Es ist eine 8. Mach mal 8. Alles klar. In Ecuador hat auch noch so ein Rechtsstreit gewonnen. Der darf irgendwie seinen Teil vom Amazonenwald hier. Das haben wir vor 2 Wochen schon mal gemacht. Nee, ist aber ein anderer jetzt. Sind auch so schlechte Arbeitsbedingungen? Das war in Brasilien, ja. Mehrere Stämme, ein ganzer Wald voll. Mhm. Ja, gut. Ein ganzer Wald voll Stämme. Das war der Witz. Du musst alles hier jetzt irgendwie. Ich meinte. Ja, komm, Alter, Leute. Weißt du, ich lade euch nicht mehr ein. Nee, es geht darum. Mal mach ich hier mit der. Nein, es gibt ja Stämme. So Leute, die sich zusammenarbeiten. Genau. Und es gibt auch vom Baum den Stamm. Ach so, so auch. So mit Rinde? Genau. Stamm. Ich würde sagen, der Podcast ist jetzt zur Rinde. Ja, der ist tot. Ja, wir müssen jetzt langsam mal zur Rinde kommen. Da kommt nichts mehr. Können wir bitte am Ende noch was Geiles machen, dass die Leute das nächste Mal wieder einschalten und was Geiles mit ins Bett nehmen? Ich würde sagen, wir gehen jetzt alle hier raus, lassen die Mikrofone an, weil das ist geiler als der Rest-Podcast. Ciao. Tschüss. Schönes Wetter hier. Die sind aber auch selten dämlich am Empfangsbolzen, ne?
ausrendern. Ich muss das doch hier noch ausrendern. Na, dann rendern wir mal.